Gewiss grün ist meine Gesundheit und hin und wieder regeneriert die sich ein bisschen Bedrohung hoch. Du sicherst also diese Tür, dann ist die wichtig, oder? Ah ja. Ja, man muss wahrscheinlich die Story spielen und dann kriegt man irgendwann die Elektrohandschuhe und dann kann man das andere Zeug machen, wo ich momentan jetzt davor stehe und frage mich, hä? Warum klappt das nicht? Und vielleicht ist das auch mit diesem Bettcomputer nicht vorhanden oder was stand da? Vielleicht braucht man da auch noch, ist das nicht, dass er einen rausschmeißt innerhalb einer bestimmten Zeit, um das schwieriger zu machen, sondern es gibt irgendwie noch einen Bettcomputer, den man dazu irgendwo herkriegt und dann geht das? I don't know. Am einfachsten ist, glaube ich, immer die Story durchzuspielen. Ach Gott. Tür. Ja, das ist eine Tür. Ah, Gotham City Police Department. Ja, natürlich. Key blocked. Da kommen wir auch nicht rein. Da muss ich jetzt hier mein Explosivkiel einmal benutzen. Was machst du denn dann? Smiley oder was? Hast du das gehört? Ja, wahrscheinlich wieder eine geplatzte Leitung. Würde mir das ja liebend gern ansehen, aber weißt du, meine Schicht ist vorbei. Lob hat das verstanden. Aber Gordon spielt nicht fürs Team. Ja, was erwartet er? Dass wir von den Polizisten Gehalt leben können? Irgendwer sollte ihm mal eine Lektion erteilen. Ihm zeigen, wie wir die Dinge in Gotham regeln. Ich wäre dabei. Komme ich da nicht hin? Das Ding schon da irgendwie. Was so drauf? Ah. Was war denn das? Ah, was ist ja ein Artist? Fährt der? Sieht so komisch aus. So. Aber da drunter. Wozu habe ich jetzt das Ding? Okay, ich kann jetzt runtergleiten. Jetzt bewegt er mich. Das wird nicht einfach. Aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank zugreifen und erfahren will, was in den Lacey Towers passiert ist, muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. Ohne entdeckt zu werden. Das ist ja heftig. Fledermaus zu schnappen, ha? Also gut, wegtreten.
Schildern direkt. Der ist aber alleine. Telefoniert er? Naja, Sie sollten den Tatort sicher nicht quatschen. Kein Wunder, dass die Fledermaus Sie überrumpeln konnte. Sag Ihnen, Sie sollen das nächste Mal die Augen aufhalten. Na gut, dreh eine Runde und melde dich dann wieder. Müssen Sie so brutal sein, Sir? Das sind Angestellte der Stadt. Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Weg. Ich wünschte, Sie würden Ihr Vorgehen überdenken. Sie wissen nie, ob Sie Ihre Hilfe noch einmal brauchen. Jedenfalls ist Ihr Ziel der Serverraum. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Delta 6-1, Kanal 7, bitte. Delta 6-1, Kanal 7. Das ist um. Du hast mir markiert, wo ist er denn? Ach, da. Serverraum. Wie viele Leute da sind. Die 24 Gegner geordnet. Ja, die stehen doch da direkt, die. Da komme ich dann nicht dran vorbei. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Vielleicht kann ich mich an denen vorbeischleichen, weil die so arg beschäftigt sind. Ne, ich soll nicht schleichen. Eckendeckung. Kaum erwarten, dich einzubuchten. Ach, Mann, das Ding hört man. Lasst euch was einfallen, Jungs! Die ganze Polizei wird hinter dir her. Ich bin Polizeibeamter! Ach, deswegen schlage ich dich nicht, oder was? Das war ja nicht so im Sinn von unbemerkt. Tür abgeschlossen. Unteren. Öffnen. Ja, abgeschlossen. Bei solchen Türen bringt mich mein kryptografischer Sequenzer nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Elektrisches Subsystem, Hochspannungssubsystem. Mhm. Hier mal so ein Batarang da reinknallen. Was passiert?
Nix. Was ist das eigentlich für eine Kugel? Ach so, eine Rauchbombe. Okay. Da steht gleich vorne einer mit dem... Ich hab's euch doch gesagt. Ich hab gesehen, was ich gesehen habe. Bist du auf Droge? Ich bin jetzt seit 3 Tagen clean. Hab ich doch gesagt. Das Vieh ist aus dem Nichts gekommen. Riesige Flügel und Klauen. Es hatte so Pfeildinger. Hat sie betäubt, diese Drecksäcke. Betäubende Pfeildinger? Denkst du, ich bin bescheuert? Ha? Sehe ich wie die Tod aus, oder was? Nein, nein. Das habe ich nicht gesagt. Hat auf jeden Fall was eingeworfen. Einer von denen hier verkauft. Auch was auch immer der hier ist. Ja, ja. Einen Moment. Erstmal brauchen wir eine vernünftige Aussage. Also, lass es uns nochmal durchgehen. Guck mal, wie viele da sind. Da komme ich auch nicht lang. Okay. Bisschen am Hochspannungssubsystem rum machen. Was übersehe ich? Hätte ich die hier überhaupt ausschalten müssen? Das ist ja auch ein anderer Weg. Was für ein Spukangriff, die sind doch da und... Ja, und da komme ich wieder raus.
Kann ich hier mit meinem Explosivgewehr was ausrichten? Aber ich bin doch jetzt der Story gefolgt. Ein Suchspiel. Dann komme ich da irgendwo hoch. Was ist das? Wie kann ich das irgendwie manipulieren? Ah. Schau mal, da komme ich nicht und da komme ich nicht. Ah. Gut versteckt. So viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstrokes Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Okay, hier. Während ihr Schwachköpfe in Blackgate die Putzkolonne gegeben habt, habe ich uns einen Haufen Kohle gesichert. Wir hatten einen Deal mit Black Mask. Wenn einer von uns die Fledermaus tötet, bevor seine Killer es tun, kriegen wir das Kopfgeld. Die ganzen 50 Millionen. Für diejenigen, die in Latte gepennt haben, das heißt Vorruhestand für uns alle. Geil! Das ist doch mal was. Dann lasst ihn uns abknallen. Genau. Worauf warten wir noch? Genug. Wir haben nur eine Nacht, das durchzuziehen. Was auch immer ihr heute Nacht geplant habt, sagt es ab. Die Fledermaus zu finden und zu töten hat oberste Priorität. Kapiert? Ja, Sir. Alles klar. Klar wie Kloßbrühe, Sir. Kein Problem. Sir? Ja, Sir. Noch Fragen? Raus damit. Wie sollen wir das vor Gordon und dem Rest der Truppe geheim halten? Der erste Schritt ist, dass ihr bloß eure Klappe haltet. Sonst noch wer? Sir, was ist mit den Killern? Werden die uns nicht als Konkurrenz sehen? Genau. Ich habe kein Interesse, auf deren schwarzer Liste zu landen. Ihr habt alle euer Leben riskiert, als ihr dem SWAT beigetreten seid. Wenn ihr ans große Geld kommen wollt, müsst ihr noch größere Risiken eingehen. So läuft das halt. Jeder, der raus will, kann mir seine Marke geben. Dachte ich mir doch. Ihr habt genau 0,2 Sekunden Zeit zu antworten. Kohle rausrückt, falls wir die Fledermaus töten. Er hat das Geld, traut mir. Und ich weiß, wo er es bunkert. Wenn Sie wissen, wo es ist, warum holen wir es da nicht einfach? Weil ein Krieg mit Black Mask und seinen Männern das Letzte ist, was wir wollen. Komm schon, zieh es los. Fallen lassen. So.
Ich muss leise sein, damit diese Swap-Männer mich nicht hören. Kann ich den nicht leise ausschalten? Geräuschlos ist nicht. Oh oh. Du triffst nur Fehlentscheidungen. Hilfst du einfach mal, aber das kann ich nicht übernehmen. Ui, viel zu viele. Ich hab keinen Stress mit dir. Keine Bewegung! Ja, alle wir. Bewaffnet. Ich lese dir deine Rechte vor. Keiner war schon ganz schön lang durch gegen die Meute, oder? Dich buchten wir ein. Kommt keine Verstärkung? 1:22, dann. Hey, ich brauche Verstärkung. Okay. Aber lange durchgehalten. Sieht aus der Nähe nicht so beeindruckend aus. Weiß gar nicht, warum alle Schiss vor ihm hatten. Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstrokes Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Okay. Während ihr Schwachköpfe im Blackgate die Putzkolonne gegeben habt, habe ich uns einen Haufen Kohle gesichert. Wir haben einen Deal in Blackman. Einer davon uns die Fledermaus tötet, bevor seine Killer es tun, kriegen wir das Kopfgeld. Die ganzen 50 Millionen. Genau, worauf warten wir noch? Noch Fragen? Raus damit! Wie sollen wir das vor Gordon und dem Rest der Truppe geheim halten?
Benutze die Fernsehkralle. Also, was kann dein Unterbrecher denn so? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber hauptsächlich jede Menge geht dich gar nichts an. Schön, wenn du es so haben willst. Vielleicht lasse ich die Jungs aus der Beweismittelsicherung einen Blick darauf werfen. Sie sind aber ein bisschen grob. Ich hoffe, er ist nicht zerbrechlich. Du willst die harte Nummer, Alter? Wie wär's, wenn ich meinem Cousin von der Gazette was über die Kohle strecke, die ihr vom Pinguin und so abzieht? Abschaum wie du will ein Cousin bei der Gazette haben? Und das soll ich dir glauben? Ich seh dich nicht die Beweismittelsicherung anrufen. Ihr Kopf seid alle gleich, aus mir kriegt ihr gar nichts raus. Wie schon gesagt, ich hab die ganze Nacht Zeit. Das geht für uns beide, Kumpel. Ach, das ist verstecktes Glas. Ah, dann komme ich hier so rum. Weil dann muss ich hier lang.